Wir sind in einem Morello und hinten drin, ganz pragmatisch, steht eine Candy-Waschmaschine. Es ist eine der kleinsten Waschmaschinen, die ich je gesehen habe. Sie sieht so ein bisschen aus wie im Puppenhaus, so muss man sagen, oder? Aber sie wäscht. Sie wäscht. Sie wäscht gut. Zwei, dreimal ist sie gelaufen, aber wir haben das Fahrzeug gewechselt, also die ist hier noch nicht angeschlossen gewesen. Ja. Aber es ist eine 4 Kilo, denke ich. Eine 4 Kilo ist drin. Ist sie jetzt schon angeschlossen oder nicht, oder? Nee, aber die Anschlüsse liegen da. Denn wir haben das Fahrzeug getauscht, wir hatten vorher einen anderen. Ja. Und da ist er noch nicht gelaufen. Da müssten wir jetzt die Anschlüsse legen lassen. Warte, ich zeig's mal gerade. Also sie heißt Agfa 1142D1. Ich würde aber nicht beschwören, dass das Modell im Handel noch gibt. Dass die noch gibt, ja. Vielleicht kriegt man die noch. Die hatten die hier auf Lager von irgendeinem anderen Kunden. Ich komme ja aus Frankreich und da gibt's ja Sachen, die gibt's hier gar nicht. Und ich glaube, ich krieg die bei Candy. Ist, glaube ich, sogar eine französische Marke. Weiß ich nicht. Oder italienisch. Oder italienisch. Die da ist. Ist auf jeden Fall auf italienisch. Aber darf ich dich mal kurz zeigen, dass man die Proportionen sieht? Weil die ist so klein, wenn du dich mal gerade daneben stellst direkt, ja. Die ist normalerweise ist die ja gefühlt doppelt so groß, ja. Die ist, glaube ich, nur 50x50. 50x50. Also sie sieht aus wie in einer Puppenküche. Ja, sie ist cool, auch ist klein. Also bei Bettwäsche hast du ein bisschen Probleme, denke ich. Warte mal, ja, aber das geht auf jeden Fall. Also als Notunterwäsche, ja. Die normalen Sachen gehen immer. Ja. Wir haben Hunde, also die Hundedecken, da wird es schon schwierig. Die stecke ich aber nicht in die gleiche Waschmaschine, meine Hundedecken, wie das Zeug, was ich sonst wasche. Ja. Nimmst du keine zwei Waschmaschinen mit? Doch, ja, ich nehme nicht zwei mit, aber ich habe halt zwei zu Hause. Und das ist eine für Hunde, eine für... Wir haben kein Zuhause mehr in dem Sinn. Ihr habt kein Zuhause mehr? Ja. Ihr lebt hier drin? Haben wir vor. Wann? Ab wann? Ab nächste Woche fahren wir erstmal nach Kroatien. Wie lange? Sechs Wochen. Sechs Wochen. Testen. Ja, testen kann man sagen. Und dann, wir haben eigentlich vor, im Sommer nach Norden und im Winter nach Süden. Ja. Für den Winter, klar, war es zu spät. Januar, Februar, da kriegst du nichts mehr im Süden. Wir stehen momentan bei Freunden in Dachau, also auf dem im Garten. Hast du noch eine Wohnung im Moment? Wir haben uns mittlerweile eine Wohnung nehmen müssen. Ja. Die Freunde ausziehen in Braunschweig. In Braunschweig. Aber das sind wir nicht so oft. Aber das ist halt immer, wenn du von Norden nach Süden fährst, dann kommst du da vorbei. Ganz praktisch, ne? Kannst mal gucken. Ja, deswegen auch die Waschmaschine, die Makita hast du mit reingemacht. All das ist drin. Das ist ein Kompressor. Also da kommt, das ist eine leere Box, aber ich habe einen Kompressor dabei. Okay. Luftdruckreifen und so weiter. Ja, du hast ein schönes Modell. Ist das ein 90 LS? Was hast du? Das ist ein 90, aber ich weiß nicht, wie er heißt, mit Barversion. Die Barversion? Ja. Okay. Das ist schön. Ihr seid zu zweit. Wie viele Hunde habt ihr? Wir sind zu zweit, haben zwei Bullies. Ja. Frenchies, französische Bulldoggen, das ist, wo du wohnst. Ne? Okay, stimmt. Ja. Und ja. Das heißt, du hast keine Bedenken, freizustehen mit den Hunden? Freizustehen? Freizustehen? Nee. Also die sind... Ist das deine Frau? Oder? Hallo, grüß dich. Die sind Menschen absolut lieb, aber die haben schon einen Wachtrieb eigentlich. Ich darf dir mal zeigen. Oh, sind die goldig! Ist gut. Oh, ist der goldig. Sie kommt nicht allein auf die Beine. Ist ein Mädchen drin? Er ist Hugo und ist ein Rüde. Ja. Sie ist unser Püppchen. Ja. Poppy. Oh, ist der goldig. Und machen zu, sonst. Ja, genau. Du hast ja nichts mehr. Echt Glasfenster hast du dir gegönnt. Aber ich habe dich gestern schon gesehen. Ja. Wir sind nur vorbeigelaufen. Ja, ich bin am Filmen und es hat so geregnet, deswegen konnte ich nicht filmen. Und dann dachte ich mir, du bist auf jeden Fall zufrieden mit dem Morello? Mit dem Morello sind wir schon zufrieden. Ja, schon. Wir hatten vorher eine andere im Concorde. Ja. Wie heißt das? Face-to-Face? Face-to-Face, ja. Da war zu wenig Platz innen drin. Okay. Und der ist einen halben Meter länger, das merkst du eigentlich nicht großartig. Und der hat ein größeres Bett. Hat mehr Platz vorne. Okay. Also zum Wohnen ist es auf jeden Fall die bessere Lösung, also dieser Schnitt. Der war neu oder war der? Okay. Ja. Wie lange habt ihr jetzt? Den haben wir im Dezember gekriegt. Dezember? Ja. Cool.
Ja, ich habe ja hier, ich stehe ja da hinten, vielleicht ist dir aufgefallen, ich habe gar keine Beschriftung drauf. Du bist, hast ja kein französisches Nummernschild. Nee, ich habe, das liegt daran, dass das ein Firmenwagen ist von der Medien Saarland GmbH, der Firma von meiner Frau. Ja. Der Kanal kommt ja aus Frankreich und ja, ich arbeite ja für Saarland Fernsehen. Das ist das und ja, dann kommt halt der Wagen her. Wir kriegen aber jetzt noch einen... Der, wo so, der große, der wo FIP draufsteht, oder? VIP-Liner? Genau, VIP-Liner, der hinten drauf steht. Das ist ein, was ist denn das? Ein Loftliner auf Eurocargo. Hm. Ist egal. Egal. LKW, Druckluft, sackschwer, aber ist unter, unter 7,5 Tonnen. Das hätten wir auch gesucht, sowas. Ja. Bisschen größerer Motor, weil wir haben Anhänger hinten dran. Hat keinen Sinn. Also es bringt nichts, weil du wärst überladen. Du wärst direkt überladen. Der wiegt leer schon, der hat ganz wenig Zuladung. 800 Kilo nur. Nee, aber der hat, wir haben Anhänger hinten dran, ja, einen Mini drauf. Ja. Und du merkst halt schon, dass er am Berg ziemlich hoch dreht. Ja, aber ich kann dir fest versichern, das ist alles schön, aber du bist mit dem Fahrgestell fast eine Tonne schwerer und du kannst ja noch weniger mitnehmen. Das heißt also Späßchen wie Waschmaschine und ja, die Zuladung war wichtig. Die Zuladung, die Länge, der da ist ja nur 8,60 Meter, deiner ist ja 9 Meter, ist ein Meter länger. Und ein bisschen breiter ist der Boden. Das darfst du auch vergessen, das funktioniert auch nicht auf dem 7,49, es sei denn, du machst einen LKW-Führerschein. Wäre vielleicht schlau gewesen. Kannst ja machen noch. Ist nee. Ja, nee. Also so oft Fahrzeug wechseln geht auch ins Geld. Ne? Ach so, da hast du recht. Also es ist ein Für und Wider. Du kriegst auf dem LKW-Fahrgestell einfach die Tonnage nicht hin. Ja, aber womit man spielen kann gedanklich, wäre halt wirklich der LKW. Ja. Und ein wenig hinten rein. Das würde gehen, ja. Da musst du halt einen Führerschein machen. Richtig. Ja. Dann gab es was für das gleiche Geld mal. Okay. Wie der hier. Ja, aber das ist damals... Ja, aber der ist 3 Meter länger und noch höher. Warte, ich zeige ihn mal gerade. Der ist richtig schön. Ja. So, und du hast wirklich vor, ihr wollt ja nach Spanien oder nach Kroatien dann runter im Winter? Ja, wir wollten erst eine Marina di Venezia. Ja. Aber die haben einen Hundeplatz, der ist relativ klein und für den Großen, der passt da nicht drauf. Ja. Das heißt, Marina di Venezia war dann gleich nach dem Telefonat gestorben. Und dann haben wir uns einen schönen Platz in Kroatien gesucht. Ja. Und Kroaten sind locker, denke ich mal. Ist aber teuer geworden, Kroatien. Es hilft ja nichts. Ja, es hilft ja nichts. Außer du bleibst hier in der schönen im Frühjahr mit Regen und so weiter. Nee, das will kein Mensch, nee, oder? Nee, wir brauchen Erholung. Was hast du vorher gemacht im Leben, darf ich fragen? Selbstständig, oder? Nee, nicht selbstständig. Wir haben beide eigentlich gearbeitet. Ich war im Kundendienst, also für Hausgeräte, und meine Frau war Versicherungstechnik. Okay. Bei einer Versicherung. Leben lang gearbeitet? Leben lang gespart. Okay. Wohnung abbezahlt. Ja, weil die Leute nämlich immer sagen, hier, das sind die Multimillionäre, diese Morillo. Ist man nicht. Musst überlegen, du sparst ein Leben lang, hast eine Wohnung. Wir haben jetzt Glück gehabt, Wohnung verkauft. Ja. Ging gut, ne? Ja. Alles Geld steckt eigentlich... Also nicht alles, aber viel. Es steckt viel da drin und in dem da. Und der hängt hinten dran, ja, oder? Achso, ziehst du mit? Ja. Echt? Ja. Wie cool, ein Mini. Ja. So, das heißt, ihr seid vollkommen mobil, da wo ihr seid? Ja, wir waren letzten Herbst waren wir 3 Monate in Dänemark und haben da schmerzlich ein Auto vermisst. Ja. Du bist so schmerzlich, weil du kommst mit dem Dicken eigentlich nirgendwo groß hin. Ne? Ja. Du fährst 150 Kilometer nach Flensburg zum Einkaufen, wieder zurück, kannst du hinterher neu tanken. Ne? Okay, das macht keinen Spaß. Komm, wir schauen uns den mal an, der ist nämlich richtig schick. Ich weiß nicht, ob du reingucken kannst, du musst mal die Frau fragen. Wer willst du mal fragen? Ich frag mal. Frag mal. Ich beiß auch nicht. Aber wir sind noch nicht Beißeffekte eingeräumt. Das macht nichts, das ist nicht so schlimm. Bist du angezogen? Bist du angezogen? Und, ist er angezogen? So, warte mal, dann ziehe ich aber die Schuhe aus. Nicht so schlimm, die Hunde ziehen die Schuhe auch nicht aus. Achso, die Hunde ziehen ja auch nicht aus. Also, ich habe... Ich wollte gerade sagen, ich hole einen Mini. Habe ich dir schon geholt. Wenn du nur so lieb bist, das Radio mal ausmachst, das wäre ganz toll. Wegen der... Nein, du bleibst da. Ich höre nämlich schon, das ist Stuart, heißt der Mann? John Denver, der ist ja lange tot schon. Osti Goldig? Ja. Ja. Bullshit. Achso, er bewacht schon das Haus, oder? Oh, er ist sehr wachsam. Sag mal, wenn man euch so vom Gesicht her nebeneinander hält. Das ist der Hund zum kommt zum Mann, ne? Nein, ich sag nur, ist ja oft so, dass der Hund so aussieht wie das Herrchen. Und eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu verschweigen. Ja, beide kurze Haare. Ja, doch, der Klatsch mittlerweile.
Er hat einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ein Bandscheibenvorfall? Ja. Okay. Alter von ihm? 2,5. 2,5 Jahre. Ja, wenn, dann kommt es direkt am Anfang. Zwei. Der zweite schon. Der erste war in Dänemark. Ja. Deswegen hätten wir auch ein Auto dringend gebraucht. So, ich zeig mal gerade hier. Darfst du reinmischen. Oh, ist die goldig? Ja. Baujahr, was hat die? Die ist ein Jahr jünger als er. Eineinhalb. Ein Gebrauchthund oder habt ihr den bei mobile.de? Genau. Laufleistung, was hat er drauf? Züchter. Sie ist fix wie nix. Also die? Fix wie nix und sehr schlau. Sehr schlau, da komm ich mal rein. Komm her, Maus. Dass ich das mal sehe. Ihr habt ja ganz coole Gummistiefel. Was sind das für welche? Dänische. Sind die gut? Ja. Die sind gut. So, die brauchen wir ja hier. Dicht vor allen Dingen. So, und ihr habt vor, ihr wollt quasi nicht mehr in einer 3-Zimmer-Küche-Bad oder 10-Zimmer-Küche-Bad wohnen, sondern ihr wollt euch... Richtig. Wir sind schon. Ihr seid schon. Seit ein Dreivierteljahr wohnen wir hier. Im Morillo? Vorher hatten wir einen Concorde. Der war ein bisschen kleiner, habe ich gehört. Ja, ja, und der hatte hier die Sitzecke und der hat zwei Tischbeine gehabt, viel zu eng für die Hunde. Aber das hier ist super. Hm. Ist das jetzt ein 2,50 Meter oder 2,40 Meter? Was hast du geholt? 2,50 ist der, glaube ich. Der ist, glaube ich, irgendwo zwischendrin. Zwischendrin, also ist breit. Also, ja, ihr habt ein Hubbett. Christian sagt immer 2,50. Auf jeden Fall ist er breiter wie der Concorde gewesen. Hubbett, warum habt ihr ein Hubbett? Weil mal einer so schnarcht, dass der andere ausgeht. Der schnarcht? Nein, der Einzige, der bei uns schnarcht, ist Hugo. Hugo, der Hund. Der Hund. Ja. Boah, ihr seid ja echt ein Paar. Wie lange seid ihr schon zusammen? 33 Jahre. 33. Wie habt ihr euch kennengelernt? Weißt du das noch? Ach klar. Wir sind in einer Gemeinde. Ja. Und haben uns in der Gemeinde kennengelernt. Sehr schön. Da habe ich oft gehört, die Storys. Ja, in der Gemeinde auch. Ich habe schon öfter mal was gesehen von dir. Ist aber keine Garantie. Ist keine Garantie, das glaubt. Nee, ist keine Garantie. Ja, cool. Aber bei uns hat es hingehauen. Hat's hingehauen. Du fährst auch selber Auto hier? Ja, mit dem. Den kleinen? Den habe ich einmal gefahren, aber... Ich darf mal hier oben zeigen, das ist ja so schön, was du hier reingemacht hast. Was ist das hier alles? Wo kommt das her? Oder ist das so die gesammelten Werke aus deinem Haus? Das sind die Reste aus dem Haus, bis auf diese Ketten. Die hat mein Mann mir zum Geburtstag irgendwie hier drapiert. Die hier, die Ketten? Ja, genau, diese. Okay. Mhm. Sag mal, was ist das für ein Feeling, wenn du quasi, ihr habt ja noch eine kleine Wohnung, habt ihr, glaube ich, noch, hat er erzählt. Mhm. In Braunschweig, ja. Aber ihr seid ja jetzt quasi vogelfrei, also nicht Vogel, sondern frei. So. Das ist ja so vogelfrei, richtig, heißt ja gesucht. Ja. So richtig genießen konnten wir das noch nicht, ja, weil wir halt diese Umzüge gemacht haben. Also einmal aus unserer Wohnung raus, das war ein Wahnsinnsumzug, eine Verkleinerung, ein Abschied. Das war irgendwie ganz schlimm. Echt? Ja, irgendwie schon. Und jetzt haben wir diesen zweiten Umzug nach Braunschweig, alles innerhalb von einem Jahr. Dann Hugos OP, das war auch kein Spaß. Ja, und jetzt macht er wieder das, was er nicht machen darf. Springen. Naja. Er springt. Ach so, er darf nicht wegen dem... Ich weiß nicht, dass er nicht soll. Und der liebt halt auch jeden. Also ja, ich hab auch drei Hunde. Also der. Drei? Drei Stück, ja. Ich habe drei Windhunde, drei Mädels. Okay. Und es kann sein, dass er die jetzt riecht und dann ist er dann. Also mir geht es eher darum, wir sind ja unterwegs für Morillo und für viele Große. Man kann schon, wenn man sich lieb hat, auf engstem Raum, kann man. Kann man. Es ist bei uns sowieso nie ein Problem gewesen. Anders geht's nicht. Ja gut, anders geht's nicht heißt wir ja... Wir streiten auch wenig, also... Was heißt wenig? Einmal am Tag? Nein. Nee. Also richtig streiten eigentlich. Also haben wir, alle fünf Jahre vielleicht mal. Sag mal, wenn du mir mal einen Gefallen machst und hier mal alles an Licht mal gerade für mich anmachst, was du hast, ja, weil okay, ich filme gerade mit dem Handy und warte, ich gehe mal gerade hier drunter. Ja. Ich habe ja den gleichen. Ah, es werde Licht. Guck mal hier. Jetzt sehe ich dich richtig schön. Sag mal hier so Sachen, Nageltante, Friseur. Wie gehst du damit um, wenn du unterwegs bist? Also heute gehe ich zum Friseur. Dringend nötig. Den kennst du aber nicht, den Friseur. Doch, ist ein Freund. Wir haben ja hier gewohnt. Ach wir so. Kommen ja aus München. Ihr seid aus München? Ja. Das hört man gar nicht, oder? Ja, aber keine, wir haben... Wir sind keine gebürtigen Bayern, aber... So, ich zeig mal gerade. Ich setz mal gerade hin. Wir lieben München halt sehr. Das ist jetzt die Barversion, die du hast, ja? Genau, das ist die Barversion. Oh, du Kleiner. Ja, gut.
Der ist aber lieb, oder? Ja, der ist echt. Der Menschen auf jeden Fall. Das ist, er ist sehr goldig. Er ist unser kleiner Liebling. Ja, meine haben den Vorteil, die gehst du raus. Die machen mittlerweile Pipi auf Kommando. Weißt du, ob das, das ist kein Scherz. Die gehen raus. Das ist cool. Mach Pipi und dann gehen die raus, machen Pipi. Echt? Echt. Wie hast du den das mit mal hingebracht? Wir haben draußen eine Hundeklappe. Und dadurch gab es jedes Mal ein Leckerli, wenn die Pipi gemacht haben. Da haben wir denen das beigemacht, geh raus. Und da wollten die dann nicht, weil immer kalt war und so. Und jetzt mittlerweile, die machen Kacki und Pipi auf Knopfdruck. Also, es ist. Also, das ist so bei unseren. Sie jammern und wir bringen sie raus und dann, ja. Echt? Ja. Also sie sagen Bescheid, dass sie raus wollen. Jetzt seid ihr ja unterwegs. Das heißt, es kann ja immer irgendwas passieren, ja. Das heißt, ihr seid ja beide kerngesund, nehme ich an. Und ja, so ziemlich. So ziemlich. Und ich sag mal, Arzt. Und wie geht ihr damit um, wenn ihr mal zum Arzt müsst? Ja, rumkommen. Ihr geht nicht zum Arzt, normal. Doch, klar gehen wir zum Arzt. Na gut, so richtig ausprobiert haben wir es noch nicht, wie es ist, wenn wir weit weg sind. Da hatten wir auch noch nichts. Das war nur mit Hugo. Mit Hugo sind wir dann halt in eine Tierklinik in Dänemark gefahren. Das war das Beste, was wir machen konnten. Mhm. Und weil die haben ihn sehr gut behandelt und ihn gut wieder hingekriegt. Ja, und für uns, wir denken, es ist nicht so ein Problem. Wir haben ein Auto, mit dem wir, ich schätze mal, innerhalb von 2 Tagen wieder überall sein können. Und halt nach München zurück. Sag mal, wenn der Wagen jetzt einen Motorschaden hat, ja, und fällt mal aus für, was weiß ich, 3 Wochen, hast du da mal, ich meine, da denkt man ja nicht drüber nach, weil du sagst, wird schon nicht passieren. Ihr habt eine Wohnung. Ja, nein, ihr bleibt jetzt unten jetzt in Kroatien und so, dann passiert das. Dann gehen wir ins Hotel. Hotel. Okay, da habt ihr auch schon überlegt. Ferienwohnung oder so. Nein, das sind so typische Fragen, wenn Leute mich immer fragen, ich möchte gerne ausziehen, dann sagen die immer, ja, was ist denn dann und dann und dann? Also einfach mal machen, oder? Das ist ich meine, das schwierigste Thema für uns ist irgendwie die Post. Die Post? Ja, weil wir sind ja selten zu Hause und wir haben keinen, der uns die Post dort abnimmt. Und ich bin gerade am Eruieren, ob man irgendwie so E-Post machen kann. Also die Post hat irgendwie, glaube ich, so ein Angebot, dass sie deine Post scannen und dir einmal im Monat irgendwo hinschicken. Da gibt es auch einen Dienst, der das macht. Also bei uns unten, ich habe ja sehr lange gelebt in Luxemburg und die haben so einen Dienst. Das heißt, die bringen die Post von Deutschland an Luxemburg, scannen die da und schicken die raus. Ja, das war der gibt es schon seit 20 Jahren da. Ist der ist bloß so Briefe. Aber das ist mit der Post natürlich doof. Ja, wenn ich überlege, das heißt, du musst einen Wohnsitz haben noch in Deutschland, oder? Du musst sowieso einen Wohnsitz haben als Rentner. Ja, du musst damit die Rente kriegst. Damit du die Rente hier kriegst, so genau. Da hat noch keiner drüber nachgedacht, oder? Dass Rentner dürfen ja auch im Wohnmobil wohnen. Das ist ja in Deutschland alles erlaubt, was nicht verboten ist. Ja, ja. Ja. Nicht umgekehrt. Grauzone, ne? Aber du brauchst halt, wie gesagt, die Adresse, damit, damit du das. Du bist ja frei. Oh. Schmuser. Ja. Der ist aber ultra verschmuse, kann das sein? Ja, so, er hat so seine Zeiten. Er kann aber auch ganz schön eingeschnappt sein. Und die beiden verstehen sich gut, oder? Ja, mal mehr, mal weniger, aber immer besser. Immer besser. Am Anfang war es nicht schlimm. Nach dem ersten Wochenende haben wir überlegt, ob wir sie zurückbringen. Er hat sie überall runtergeworfen und war echt richtig fies zu ihr. Das ist der ultimative Liebesbeweis. Er knabbert mich an. Ja. Der, er liebt die er Menschen. Er liebt die Menschen, ja. Genau. Aber jetzt die Tour. Das heißt, ihr habt jetzt mal überlegt, Kroatien, 4 bis 6 Wochen, hat der Mann gesagt. Ja, genau. Und danach Skandinavien. Skandinavien. Liegt um die Ecke bei Kroatien. Nein, wir wollen halt dahin, wo es nicht so heiß ist. Ah, okay, das heißt, ihr wollt im Sommer in den Norden? In den Norden und im Winter in Süden. In Süden, wie man also sich das so. So Strand und Grillen, also in der Sonne liegen, ist. Nicht so unseres. Ihr macht übrigens das, was die Amerikaner seit irgendwie 50 Jahren gefühlt machen. Also die sind ja unterwegs im Wohnmobil, fahren nach Florida dann im Sommer und. Wahrscheinlich im Winter. Im Winter, Florida, genau, im Winter. Genau. Und im Norden dann und so weiter. Ja, genau. Okay. Ja, die haben es ja echt raus. Also solche Sachen können die wirklich die gut. Die haben meistens ja auch nicht unbedingt die großen Besitztümer. Ne? Wenn du schaust, was die manchmal, wenn die umziehen, ne? Dann haben sie von U-Haul noch so einen kleinen Anhänger, da ist alles drin und mehr ist nicht. Ne?
Nicht so wie bei uns. Sag mal, wenn man, ich nehme an, du bist wahrscheinlich über 30, oder, Jahre? Knapp, ja. Knapp 30 drüber. Und da sammelt ja man sammelt ja viel an. Oh je. Wir hatten in München eine 112 Quadratmeter Wohnung, die wirklich gut ausgenutzt war. Und deswegen war es auch sehr schwierig, das alles auszuräumen. Echt? Ja. 130 Quadratmeter? 112. 112 Keller auch noch? Ja, kleinen Keller, ja. Kleinen Keller. Der hätte schon gereicht. Der Keller war vier Telefonzellen so ungefähr. Ja. Jetzt ja. Aber, wenn du jetzt siehst, der Stauraum, der ist ja nicht riesengroß hier. Ja. Ihr musstet euch ja entscheiden. Ja, wir haben sehr, sehr viel verschenkt. Haben drei Haushalte glücklich gemacht mit unserem ganzen Zeug. Und haben einen Teil im Lager. Also wir haben ein Lager, da ist was drin und naja, jetzt sind wir ja dabei, irgendwie das Zeug, also bis spätestens Ende April nächsten Jahres muss dann alles in Braunschweig sein und da werden wir nochmal ausmisten müssen. Mhm. Was haben denn die Kinder, habt ihr Kinder? Nee. Nee, okay, dann geht's ja noch, sag ich was. Ja. Das heißt, ihr habt doch keine Enkel und so. Wir haben keine Enkel, nee. Weil ist ja oft so, dass die Kinder dann sagen, mein Gott, ihr seid hier vollkommen bescheuert, ihr fahrt hier weg, ihr verprasst das ganze Erbe in einem Wohnmobil. Ja, genau, das ist der Plan. Das ist der Plan. Ja, da ist ein Hund draußen, ist alles gut. Da ist ein Hund draußen. Goldig. Sag ihm Bescheid. So, der hat eine schöne Ausstattung, Hubschützenanlage hat er auch, ja, sehe ich gerade. Dann eine Klimaanlage habt ihr auch eingebaut, ganz wichtig, wenn es heiß ist. Fehlt irgendwas hier in dem Wohnmobil? Nee, wir haben eine Spülmaschine. Bisschen, also er hat zwar einen Heißluftbackofen. Ja. Könnte größer sein. Das heißt, einer mit Ober- und Dezibel vielleicht schickter. Ja. Aber geht. Ein bisschen größer könnte er sein. Und wir haben eine Spülmaschine. Ne? Eine Spülmaschine habt ihr. Ja. Die gute Peikel. Genau. Fischern Peikel. Aus Neuseeland. Die funktioniert gut. Ja. Ja, das ist auch während der Fahrt. Ist sehr sparsam. Lithium, was habt ihr an Bord? Das weiß ich nicht, ist um die 400. 400 habe ich auch im Moment. Aber wir haben 6 Panels auf dem Dach. Das geht gut mit den Panels? Konntest du nicht probieren. Wenn die Sonne scheint. Ohne Sonne geht nichts, ne? Geht nichts. Ich darf mal durchgehen in euer Reich, dass ich mal. So, das ist euer Schlafzimmer. Und du sagst, der Mann schnarcht, oder wie? Nee, der Hund schnarcht. Der Hund schnarcht. Aber nicht schlimm. Er hat ein angenehmes Schnarchen. Er hat ein angenehmes Schnarchen. Was ist das hier, das Gelbe da? Das sind so Klebedinger. Ja. Da kannst du. Das war bei irgendeiner Bestellung für einen Hund dabei. Wenn du Fusseln drauf hast, ne? Es funktioniert. Ja, funktioniert. Krass. Das spülst du ab und dann. Ja, ist so der ein oder andere Fussel ist auch da. Ich habe die gleiche Zahnbürste übrigens. Jo. Die ist. Welche, die schwarze oder die weiße? Die weiße. Ich habe die Philips. Ich hatte vorher die andere, aber die Philips ist besser. Die ist mit diesem Ultraschall. Ja, genau. Das ist der. So, die Dusche. Ist Wasservorrat, langt das für euch? Seid ihr sparsam? Ja, eine Woche kommen wir aus. Relativ schnell weg. Er hat zwei Wassertanks drin, ich glaube 500 Liter. Ja. Aber manchmal ist es fast ein Wunder, dass er eigentlich. Der Concorde hatte, glaube ich, 300. Ja. Also so viel im Unterschied merkst du da. Jetzt noch eine blöde Frage. Ihr kommt hin mit der Zuladung? Oder seid ihr vielleicht schon mal ein 1000 Gramm drüber oder so? Doch nicht. Nee. Ich glaube, wir haben 750 Kilo Zuladung, ne? Nee, der hat. Wenn sie Tanks voll machst, 500 Kilo? Nee, das ist. Der hat nicht so viel Stauraum wie der Concorde vorher. Ja. Der hat nur kleine Schubladen und hinten ist bedingt durch die Waschmaschine vom Volumen auch nicht viel Platz drin. Mhm. Hinten ist eine Bettwäsche und so Zeug. Ah, der hat eine schöne Stehhöhe. Er ist nicht zu lang, das finde ich gut, weil du kriegst auf den Campingplätzen einfach mit diesen 11 Meter Fahrzeugen keinen Platz oder schlecht. Das geht schon, aber ja, nicht. Das, wahrscheinlich das war ist auch unser Äußerstes hier. Also ich stand mal auf dem Platz, da war ich ja 8,60 Meter, stand ich Press in Italien. Also größer hätte er nicht sein dürfen, da hätte ich ganz nach hinten gemusst. Mhm. Und so erste Reihe, aber das ist in Kroatien, die Plätze sind ja sensationell. Ist der gut, der Platz, den ihr gewählt habt? Wir waren noch nicht dort, aber wir denken. Die Fotos? Ja, gut, zumindest im Anrufen sagt er, ja, kein Problem, mhm. Alles kein Problem. Die Anhänger? Kein Problem. Kein Problem, Auto? Kein Problem. Wohnmobil 9 Meter, kein Problem. Kein Problem. So sind sie, die Kroaten. Ja, also von daher sind wir sie nicht so kompliziert. Na gut, wir haben aber auch den Superplatz jetzt. Also. Nicht so kompliziert wie vielleicht in Deutschland oder so manche. Sag mal, wenn du lange stehst, man kann mit denen verhandeln ein bisschen, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss zeigen, wenn wir dort sind. Habt ihr jetzt mal so gebucht, wie ja. Es im Buch stand? Bis zu Lina oder so. Was zahlt man da am Tag? 30? Also, okay, wir haben 55 Tage, zwei Hunde, ein Auto, ein Anhänger, das Wohnmobil.
Also es sind für 55 Tage dann 2300. Das ist doch okay. Jetzt überleg mal. Ja, ich finde auch, dass wenn okay du normal ist lebst, dann da unten. Gut, das Essen habe ich schon gesehen. Ihr habt für die nächsten 55 Tage eingekauft. Ich darf das mal zeigen. Das ist die, der Speck. Der liegt schon da. Der liegt schon, den habe ich schon im Concorde gehabt. Da muss ich erstmal gucken, ob der noch gut ist. Denn du hast gesagt, du willst jetzt erstmal 3 Kilo abnehmen. Das befürchte, das willst du nicht. Und, im Ernst, du willst 3 Kilo abnehmen? Habe ich zwar nicht gesagt. Nee, hat er nicht gesagt. Ja. So. Aber es gibt so eine gute Sache zum Abnehmen, das ist Speck mit Gurke, am nächsten Tag Gurke mit Speck. Ne? Speck mit Gurke an einem Tag und dann... Am nächsten Tag umgedreht, Gurke mit Speck. Gurke mit Speck. Boah, ihr seid ja ziemlich lustig. Das kommt daher, dass du irgendwas zu tun hattest mit Versicherung, gell, damals. Ja, sie quatscht gerne mit Leuten. Du bist schon kommunikativ, das muss man sein, wenn man campt, oder? Also ich war in der Versicherungstechnik, das heißt kein Kontakt mit Leuten nach außen, sondern Computer. Okay, also nicht so kommunikativ. Ja. Naja, kommunikativ bin ich schon, aber... Kein Publikumsverkehr, sagt man so. Genau, aber mein Mann ist da auch nicht schlecht drin. Wie war das, als du ihn damals dann gesehen hast? Hast du dich sofort verliebt oder hat es ein paar Jahre gedauert? Ach, wir kannten uns 5 Monate und haben dann geheiratet. 5 Monate? Habt ihr gesagt, jetzt... Wir waren über 30, worauf sollen wir warten? Wart über 30? Ja, das ist ja wichtig. Ich meine, und jetzt seit 33 Jahren zusammen. Ja. Ist das krass. Kein Tag länger warten, ne? Entweder das geht oder das geht nicht. Also. Du klingst so ein bisschen, als kämst du aus dem Gebiet, sag nix, Wertheim, die Ecke. Wo ist das? Das ist im Spessart. Nee. Ist weit weg, nein, oder? Hör auf, nee, jetzt. Also geboren bin ich in Heidelberg. In Heidelberg, also doch Hessen. War bis 18 in Heidelberg. Und nach 18 bin ich über den Bund nach Bayern gegangen und hängen geblieben. Mhm. Okay, Bayern. Bayern. So, das ist der Wassersprudler. Ja. Habt ihr so ein Gerät, dass man das Wasser desinfizieren kann, dass man das aus dem Tank hat? Ja. Mit UV. Mit UV. Wo ist das? Hinten drin. Ist eingebaut, oder? Eingebaut. Ja. Eingebaut. Ist das gut? Das heißt, du kannst bedenkenlos trinken? Ja. Ja, kannst du. Kannst du. Sie cool. Hat ihn jetzt Schluss. Er hat den normalen Filter und dann hat er noch so das ganz noch rausgekommen, UV-Filter. UV-Filter. Ja. Ja, was habe ich denn noch für Fragen? Das heißt, ihr habt keine Kinder, dann hat sich viel erübrigt. Denn immer ist ja immer so, Freunde, habt ihr Freunde gehabt? Nee. Ja, wenig, aber gute halt dann. Ne? Ja, und das war schade, oder? Dass man die nicht so. Ja, das ist ja sehr schade, aber da verliert man den Kontakt auch nicht. Die sind aber teilweise auch weggezogen. Wir haben ja Gott sei Dank... Okay. Corona hatte ja wenigstens den Vorteil, dass man halt sich mehr um elektronischen Kontakt gekümmert hat, Zoom oder FaceTime und so. Genau, alles gut. Das machen wir auch. Das hier finde ich ziemlich cool, was du hier hast. Das sind irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber machst du einen? Total unpraktisch. Total unpraktisch. Ja. Machst du einen raus, bleiben die anderen immer hängen. Wenn du hinten einen willst, musst du eine rausnehmen und die anderen kannst du dann nicht mehr drauf machen. Die sind magnetisch. Du musst immer eine Reihenfolge einhalten. Ich finde es echt unpraktisch. Sieht schön aus, schön bunt. Also das landet in Braunschweig in der normalen Küche dann. Ja. In der Küche. Ja. Okay. Sonst noch irgend so ein Gadget, das keiner hat für Camping, wo du viel Platz gespart hast. Habt ihr spezielles Campinggeschirr oder habt ihr normales Geschirr? Nee, wir haben schon. Oh, kann man reingucken? Ja. Teils, so bis Jena oder so Glaszeug. Ne? Mhm. Und das ist halt. Das ist, wir gehen gern hier durch den Laden. Bakelit oder diese, wie das Zeug heißt. Habe ich auch so Campinggeschirr. Ja. Weil das ist so eine Mischung zwischen Plastik und Keramik, ne? Ist besser wie das, was ich habe. Das, das ist eigentlich ganz schön. Ich spüle ja immer bei mir. Ich habe jetzt so ein, also ich sage immer, so wie du im Prinzip eine Sache machst, so machst du alles. Und deswegen spüle ich jeden Abend. Meine Frau ist ganz begeistert. Ich räume mittlerweile schon die Spülmaschine ein und stell nicht nur die Teller oben drauf. Kennst du das? Nee. Es gibt ja so Männer, die nehmen die Teller, machen alles fertig, räumen dann noch ab, aber stellen es oben drauf und schaffen den letzten Meter an die Spülmaschine nicht mehr. Nee, da gehört mein Mann nicht dazu. Gott, geht ja auch hier nicht. Du musst ja hier wirklich Ordnung halten, oder? Ich hatte eh Glück. Ich gehe Gassi, ich koche, ich gehe einkaufen. Du machst alles. Ja, ich habe totales Glück. Okay, das heißt, ihr habt, alles klar, ihr habt ein normales deutsches Konto, ihr habt eine EC-Karte, gibt es aber halt nicht mehr. Habt ihr jetzt schon die Kreditkarten? Na gut, wir haben jetzt unser Konto gewechselt. So, wir waren vorher bei der Sparda-Bank und sind jetzt bei der DKB, weil du da halt weltweit ohne Gebühren Geld abheben kannst. Weltweit? Weltweit. Weltweit, ja. Ja. Okay.
So, Geld brauchen wir ja auch noch ein bisschen. Und das ist so der Alarmanlage habt ihr eingebaut? Ja. Nee, also der... ich weiß nicht. Ja. Ja, der, immer Ja sagen. Also die Alarmanlage ist ja die... Die Hunde. Ja. Ja, jetzt mal ehrlich mit Hunden, die Leute. Also die meisten Einbrecher, die wählen den Weg des geringsten Widerstandes. Ihr habt ja auch schon einen Teil, was kein Fiat Ducato ist. Ja, und das ist dann nicht so leicht einzubrechen. Da muss er erstmal hochkommen. Das schafft auch Sicherheit. Man ist über allem so ein bisschen, oder? Ja, das stimmt. Ja. Aber ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie so viel Sorgen gemacht deswegen. Ja. Du musst einfach jetzt in die Kamera sagen, wir haben eh nichts. Sag das mal. Wir haben eh nichts. Wir haben nur ein Morello. Unser ganzes Geld steckt hier drin. Hat dein Mann eben schon gesagt, ja, ihr habt das investiert, aber ich finde das smart investiert in so ein Morello, oder? Das heißt ja, selbst ja, wenn mal irgendwas ist, der Werterhalt hast du gesehen, die Dinger werden ja gebraucht. Ja, 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 ja. Da kannst du noch neu kaufen, ja, oder? Ja. Das ist cool. Sag mal, die Farben hier, Leder, das ist ja mal mutig hier, weil ich habe den jetzt wieder in Weiß bestellt, meinen neuen, der bald kommt. Ja, also, ja, aber ich finde, also Weiß gefällt mir nicht. Wir hatten beim Concorde vorher dieses Beige. Mit Beige. Und mit Vanille. Für Vanille war das ja sowas zu Zeug. Beige mit, also Vanille mit Hunden und jetzt Jeans. Lass sie ist eigentlich in Ruhe, blöd, Schatz. Ne? Ja. Abgesehen davon, der stand eigentlich schon so da, wie er ist. Hier, den haben wir nicht bestellt. Ach so, ne? den habt ihr so gewählt. Der ist hier vom Freistaat. Ne? Der ist vom Freistaat. Ne? Der Concorde früher, der war direkt da gestanden. Und wo wir dann tauschen wollten, er stand auch hier. Mhm. Schon so. Wir haben ein paar Sachen nachrüsten lassen. Was habt ihr nachrüsten lassen? Birdview. Ja, es ist gut. Mal. Jetzt ist es gut. Anhängerkupplung. Mhm. Keiner kriegt. Was war noch? Ist das Birdview gut eigentlich? Ja. Super. Weil ich fahre mal mit Spiegel. Gab es eine Situation, wo du sagst, da habe ich schon gebraucht? Ja, doch, ich denke schon, wenn du zum Beispiel mit dem Heck, du siehst das Heck wunderbar, ne? Wenn du in der Tanke rausfährst und da steht irgendwo Autos, du siehst genau, das ist ausgemessen. Ja. Du siehst genau, bis du vorbei kannst du einlenken, weil das Heck geht dir raus. Ne? Weil ist ja schon teuer, so ein Birdview. Ja, was rentiert sich? Also ohne das würde ich nicht. Und manche Sachen, toter Winkel gibt es da nicht. Mhm. Sag mal, hier das Garmin, da musste ich erstmal zur Schule gehen, bis ich das bedienen konnte. Das macht sie. Das machst du. War das schwierig? Nö. Für sie nicht, für mich. Also bis ich das Handy gekoppelt hatte, hat es irgendwie 2 Tage gedauert. Am Schluss hat es meine Tochter gemacht. Und ich bin ja Informatiker, muss ich dir vorstellen. Also du bist Informatiker? Ja, ich bin Datenverarbeitungskaufmann und habe bei der Bank jahrelang gearbeitet. Okay. In der EDV. Das heißt, ich mache bei uns die Systemintegration, mache die Ausbildung der Fachinformatiker. Ja, das ist so. Aha, jetzt ist das gut. Ist eigentlich so mein Job, ja, damals, wenn ich nicht gerade Filme mache. Oder im Radio. Aber ich dachte, du machst nur Filme. Nee, wir haben einen Testmarkt im Saarland. Also mein Hauptjob ist Radio, ja, Fernsehen. Das ist lustig, ich bin Datenverarbeitungskauffrau. Kauffrau. Ich auch. Ich bin Datenverarbeitungskaufmann. Kaufmann, genau. Genau, das war damals, Prüfung habe ich gemacht, 89. Ja, da war das ein bisschen später. Und wir hatten damals noch Kobol, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, natürlich, schön übersichtlich. Da habe ich meine Prüfung drauf geschrieben. Und wir hatten Lochkarten noch damals. Nee, Lochkarten hatten wir schon nicht mehr. Das war, zumindest mal im Buch standen die Lochkarten noch drin. Also das hat man uns auch beigebracht. Bin dann zur Commerzbank nach Luxemburg. Das war ganz lustig. Und habe dann da programmiert 3 Jahre. Ist witzigerweise auch auf Cobol. Und BS2000, Siemens. Mhm. Kennst du noch? Ja, klar. Kennst du noch, ja. Ach, jetzt hör auf. Dann kam aber Linux, die NAS-Systeme, mach halt bei uns die ganzen Sachen. Ja. Aber cool, dann kennst du ja aus. Aber ich bin in die Versicherung gegangen und habe erstmal 10 Jahre geschult dort. Geschult? Ja, gab's Office. Hugo, jetzt ist gut. Sie hat's ihm wieder weggenommen. Ja, das hilft nichts. Ja. Das ist ja so ein bisschen wie bei euch, wobei ihr streitet euch ja gar nicht. Das ist ja schon gut. Sie nimmt ihm das Spielzeug weg und er meckert dann. Nächstes Thema Internet. Das würde mich mal interessieren. Das ist ja essentiell. Ich merke ja, hier auf dem Platz ist das Internet nicht so gut. Der Morello hat ja... Also wir haben einbauen lassen die Geschichte. Was denn? Oh ja, jetzt kommt's. Wo ist er? Spannend. Genau. Warte, ich mach mal. Das ist CamperNet. Warte mal, ich zeig's mal. Das sieht so aus. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So, CamperNet, was ist das? Sind da SIM-Karten drin, oder? Das ist Platz für 2 SIM-Karten, hat oben eine große Antenne auf dem Dach und ist für mich zum Einrichten schwierig. Deswegen haben wir uns jetzt das hier geleistet. Netgear. Genau. Dann haben wir auch wegen der Wohnung das zu mitnehmen.
Und das haben wir jetzt dran gelassen. Der funktioniert. Das ist super. Ja. Wie ist der Empfang hier am Platz? Bescheiden? Super. Ist gut? Ja. Mit dem aber. Mit dem. Mit dem da wahrscheinlich eher nicht. Was da für eine Karte drin? D1? Vodafone. Vodafone. Ich habe einen Vodafone-Router, ich habe gar keinen Empfang da hinten. Ich habe einen Original 5G-Router, ja. Wahrscheinlich. Kann aber sein, die 10 Meter. Die machen was aus. Ja, machen jetzt was aus. Jetzt ist gut, du kriegst den Ball nicht. Schluss. Ich darf mal kurz gucken, was für Netgear das ist, weil die Leute fragen mich ja immer, Netgear. Ja, die haben mich mal angeschrieben. Und ich soll es mal testen, aber... Also kann ich nur empfehlen. Da wir ja unseren Preis haben, kamen wir nicht ins Geschäft. So ist das manchmal. Da steht nicht groß was drauf. Also es ist ein Netgear. Funktioniert wahrscheinlich gut. Schluss jetzt. Ja. Nee, ist okay, wenn du... Nee, steht auch was Netgear. Netgear. Das heißt, da ist eine Batterie drin, kannst du mitnehmen? Der hat einen Akku. Ja. Den kannst du mitnehmen, richtig. Und das heißt... In Braunschweig hatten wir ihn dabei, der hat durch alle Zimmer hat es eigentlich funktioniert. Von den Bewertungen gab es welche, die haben gesagt, okay, im nächsten Zimmer funktioniert schon nicht. Ne? Also das Ding ist einmal frei. Geht gut. So, und hier dieses Campernet wird sie nicht nochmal kaufen, oder? Nachdem ich den kenne, nicht. Nee, also den Netgear einfach hinlegen, das war's. Ja, der hat auch einen Anschluss für eine externe Antenne. Das heißt, man könnte sich... theoretisch irgendwie eine Antenne irgendwo hin bauen. Wo ist der Anschluss von der Antenne? Nein. Irgendwo ist er so klein? Wahrscheinlich da irgendwo? Nicht. Also der hat irgendwo auf jeden Fall die Option. Oben ist ein Ausschalter. Jetzt ist Ruhe. Ja, wenn er es hat. Ihr kriegt es nachher wieder. Also zumindest stand es drin, dass es hätte. Aber es gibt doch jetzt bei denen auf jeden Fall auch Modelle, wahrscheinlich über eins von diesen Steckern da. Es gibt Modelle, den haben wir über Amazon gekauft. Sag mal, man schläft hier so gut wie zu Hause? Super. Mit der Matratze schon. Ja. Die ist 2 Meter mal Meter. Die habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt so eine... Die ist schön dick. Die Liegewiese. Und vorher beim Concorde, da war die Trittstufe. Ja. Dann hast du ja in der Mitte die schmale gehabt. Ja, gibt es ja auch hier, muss man sagen. Bei Concorde gibt es ja auch die Liegewiese. Ja, hat man nicht. Hat man nicht gehabt. Das war immer blöd, weil die Hunde kuscheln... Die kuscheln uns, also das sind extreme Kuschler im Bett. Ja. Rutschst du weg, rutschen sie nach. Du hast keine Chance. Achso, die kommen ins Bett rein, oder wie? Ja, die pennen bei uns im Bett. Okay. Cool. Also wir haben uns so entschieden. Nein, ich habe ja Windhunde, 3 kleine. Also die Zora darf schon mal, aber ganz selten, auch mal bei mir zwischen die Beine, aber wirklich selten. Zwischen die Beine kuscheln und Nestchen bauen, das macht ja. Die Kleine. Macht die das. Kleine. Bei dem Bett hast du kein Problem. Du hast halt eine breite Fläche ohne... Einduchtung und nix, ne? Ja. Kommt der Hund zu nah, dann geht's auf die andere Seite. Das ist die Liegewiese. So, und das ist die Liegewiese, die kann man bestellen. Gibt's aber auch bei Concorde. Ich musste mal ein bisschen aufpassen, weil wir machen ja Werbung für beide Firmen. Ja. Nicht, dass denn heißt, ja, wir haben jetzt einen Concorde gekauft. Nee, Morillo gekauft, weil der Concorde so schlecht war. Sondern der war kleiner, gell? Der war kleiner und halt für uns unpraktisch der Ausbau. Es liegt immer im Schnitt, was du dir willst. Ja. Wir hatten den Concorde, wir waren am Anfang, es war super. Ja. Nach 3 Monaten merkst du halt erstmal richtig. Im Schnitt. Ist es gut, ist es nicht gut, könnte es besser sein. Ne? Mhm. Ist die Bar-Version gut für euch? Ja. Super. Ja. Die ist gut. Also das wird man auf jeden Fall immer wieder nehmen, Bar-Version. Zu zweit ist es super. Du hast einen freien Durchgang, du hast Platz, du hast Raumgefühl. Aber du kannst auch zu dritt gut hier sitzen. Du kannst es ja gut ausbauen hier. Sehr easy gemacht. Da merkt man die Datenverarbeitungskauffrau, die sofort den Algorithmus gehackt hat. Natürlich. Für den gleich ausprobiert, ob es leicht geht oder nicht. Sie hat die Gabe. Sie geht irgendwo ins Spiel drum und dann geht's. Das war damals, Datenverarbeitungskaufmann war damals ein Beruf wie Bankkaufmann. Der ist mittlerweile natürlich wesentlich stärker, weil Bankkaufmann will ja keiner mehr sein. Wer will schon noch zur Bank? Damals war das, als ich in Luxemburg bei der Bank war und noch Datenverarbeitungskaufmann, meine Mama war so stolz auf mich. Die hat gesagt, mein Sohn, der hat es gepackt. Und als ich dann gekündigt habe, nach 3 Jahren, weil ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich gedacht, ich bin vollkommen bescheuert. Ja. Aber jetzt machst du ja Filme und das müsste sie doch wieder machen. Ja, meine Mama, wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Schade. Passiert, die wohnt nicht weit weg, aber ja, ist halt so. Passiert. Die ist eher für sich, die hat mich auch mit 16 bekommen, muss ich sagen. Also da war so, ich habe bei der Oma bin ich groß geworden, also ich war gar nicht so der große Mama-Typ. Okay. Die Oma war aber quasi meine Mama. Aber bei euch war alles normal. Hm? Ja. Oma lebt nicht mehr. Nee, Oma wäre jetzt 107 oder so. Nee. Die ist früh gestorben, mit, ich glaube, 72. Viele Krankheiten. Okay. Opa ist 93 geworden. Okay. Der sieht auch so aus wie ich. Mhm. Oder sah. Ja.
dass der. Das ist aber so, sag mal, wenn hier so ein Hund krank wird, der kriegt eine OP. Unser Hund, ein Windhund, hat sich ja das Bein gebrochen. So, und muss dir vorstellen, ist dann da rein, ist irgendwie runtergesprungen, ich habe es nicht richtig mitbekommen, Bein durch. Und dann waren wir in Österreich, haben sie flicken lassen. Dann ist das Bein ungefähr so groß wie nur wenige Millimeter dick, der Knochen. Ja, ja. Dann haben die gemacht, da wurde die dann nicht eingeschläfert, sondern unter Narkose, er ja auch, nehme ich an. Ja, klar. Ja. Da fühlt man voll mit, oder? Total. Ah, die erste OP war die schlimmste Zeit. Das sind drei Tage. Wir haben ihn, ich glaube, am Samstag in die Tierklinik gebracht. Nee, wir haben ihn am Sonntag in die Tierklinik gebracht. Und wussten ja noch nicht, wie es weitergeht. Müssen sie ihn einschläfern oder kann man was machen? Moment, oder? Die Ärztin hat zu uns gesagt, sie müssen das erst untersuchen, müssen MRT machen. Eventuell muss er eingeschläfert werden. Und sie sagt das Wort eingeschläfert werden und wir sind beide in Tränen ausgebrochen. Weil also das denkt man du bist, gar nicht. Du bist ja jetzt schon in Tränen wieder nah. Ich darf da gar nicht dran denken. Wenn man dran denkt, er ist ein Familienmitglied, ne? Ja. Da kommt einem sofort wieder das Wasser in den Augen, ne? Ja. Das ist sehr gut zum Abschminken. Ne? 3 Tage haben wir dann immer wieder geweint, so, weil wir nicht genau wussten, was mit ihm ist. Dann wurde er montags aber dann operiert schon. Mhm. Und das war gut dann. Die haben uns dann, genau. Die machen das auch total super, weil du darfst die Hunde nicht besuchen, solange die dort im Krankenhaus sind, aber wir haben FaceTime mit ihm gemacht. Echt? Ja, der war im Garten, da ist rumgehoppelt, ne, da haben sie ihn gezeigt. Also, ne, wie er sich erstmal so ein bisschen lebt noch. Bisschen bewegt, ne, aber er hat zumindest reagiert und jeden Tag ist besser geworden. Ne? Ja, ich habe am Anfang, als die Hunde, habe ich ja meiner Frau gesagt, hier Hunde, viel Verantwortung, hat man einen Hund gehabt, habe ich gesagt, gut, sind deine Hunde. Und dann habe ich mal aus Spaß gesagt, naja, so eine OP, die kostet denn, die OP, die wir gemacht haben, hat so, ich glaube, 3,5 gekostet, die war gar nicht billig. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, für 3,5 hätte ich ja schon 2 neue bekommen. Und dann hättest du aber, ist falsche Antwort. Ja? Total falsch. Das würde ich nicht sagen. Dänemark ist doppelt so teuer wie Deutschland. Ja. Da hat dann Gott sei Dank unsere OP-Versicherung wenigstens die Hälfte übernommen. Ja. Aber die nächste OP, die war innerhalb von zwar nach einem halben Jahr. Und da gab es auch sofort die Kündigung von der Versicherung? Nee. Nee, muss man selber zahlen. Die muss man selber zahlen. Als Beispiel, du hast 3.000 Euro Zuschuss für eine OP pro Versicherungsjahr. Ja. Und die waren weg. Die waren weg. Die haben auch sofort bezahlt, also war überhaupt kein Problem. Bei normal höre ich immer nur, die wollen das Geld haben, die Gebühren immer, aber zahlen wollen sie nie. Aber hier klappt. Ja, da darf man sagen, wer das ist. Die Uelzner. Das ist, glaube ich, die Hundeversicherung, oder? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Wir haben unseren Hund jedenfalls da. Uelzner. Ich habe irgendwie nach einer gesucht, die halt relativ günstig noch ist. Mhm. Und das war die Uelzner. Ja, du bist ja aus dem Bereich so ein bisschen, kennst ja aus. Du hättest ja reinhacken können, nicht Rechner. Nicht mit Tierversicherung, nee. Krass. Aber jetzt nochmal die Frage, ihr habt den jetzt genommen, Hubert war drin. Schläft da schon mal jemand im Hubert? Oder? Nimmt er? Ja. Bis jetzt noch nicht. Noch nicht. Ja, da liegen ein paar Sachen oben drauf, das war's schon. Nimmt ja ein bisschen Platz weg, das Hubert. Finde ich nicht. Nee. Ja, gut, der andere hat Schränke bis vor, okay. Also unser Vorgänger. Ne? Na gut, aber unser Händler hat gesagt, ihr könnt da oben das auch als Stauraum benutzen. Das haben wir dann überlegt, ob wir das machen sollen. Kommen Hemden drauf oder so? Hemden, vielleicht Jacken, keine Ahnung. Okay. Aber bis jetzt haben wir das nicht gemacht. Haben wir nicht gebraucht. Gott, also das habe ich. Was habe ich noch für Fragen? Oh, ich hab noch nichts gegessen. Ich muss mal was essen. Wir sind bis Samstag. Was nochmal? Wir sind bis Sonntagvormittag früh hier. Ja. Wie lange bist du? Wenn du noch mal eine Frage hast. Also ich bin morgen früh weg. Also ich muss morgen noch drehen in München. Wenn du heute Abend noch eine dringende Frage hättest. Ja. Könnte ich hier stellen. Wir sind meistens bis 11, 12 Uhr wach. Also eine Frage hätte ich noch. Wie lange wollt ihr das jetzt noch machen hier im Wohnmobil? Solange es geht. Was denkst du, wie lange geht es noch? Ach so, 10 Jahre kriegen wir schon hin. Also wenn nichts kommt, denke ich mal schon. Also als Beispiel, ne? Wir haben, also was auch ein Vorteil ist, ihr habt ein großes Fernseher dabei. Hinten ist auch einer. Und wir haben locker 500-600 Blu-rays dabei. Blu-rays? Mhm. Jegliche Art, oder? Nee, ja, wir sind halt... Unsere, die wir halt mögen, die sich über die Jahre angesammelt haben. Das heißt... Filmfreaks. Das heißt, Filmfreaks, aber Blu-rays, ihr habt auch Netflix, das heißt, ihr guckt ja dann... Ja, wir haben Netflix, wir haben Amazon. Prime, wir haben Disney. Disney. Wobei im Ausland... Apple TV.
Wir haben, ja, aber manchmal sitzt du da und denkst, nichts kommt. Nichts kommt. Du musst aufpassen. In Deutschland, gut, im Ausland, in Deutschland haben wir ja diese Karte von O2, dieses Unlimited in Deutschland. Ja. Genau. Aber außerhalb, da bist du halt begrenzt. Ich habe eine Telekom-Karte, die ist unlimited weltweit. Wir haben gegoogelt. Ja, aber du zahlst wahrscheinlich auch. Ich zahle 180 Euro, ja. Ja, wir nicht. Für drei Karten allerdings. Also drei Karten mal dreimal unlimited. Den Tarif gibt es nicht mehr. Den haben sie abgeschafft. Ja, deswegen. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ja gut, ja, wir haben das halt, wir kennen jemand bei Vodafone. Und der hat war uns behilflich da. Ihr kennt jemand bei Vodafone, so. Wir kannten, also wir wohnen ja nicht mehr dort. So, das heißt, wir kennen ihn immer noch, Schatz. Wir kennen ihn immer noch. Sag mal hier, die Satzschüssel, die drauf ist, Astra, ich habe die nicht mehr im Betrieb gehabt, seitdem ich ein Prime-Sting habe, weil ich ja die Sachen immer on demand gucke. Auch. Ja, theoretisch bräuchten wir es nicht. Bräuchten wir es nicht. Nee. Weil ich hab jetzt, im Ausland würde ich sagen, also ja, würde ich es wieder machen. Ja. Und ansonsten würde ich mir auf die Konserven zurückgreifen. Mhm. Auf die Blu-rays. Ja, Blu-rays oder was mal hier speichert hat auf dem Rechner oder so. Du kannst gut kochen? Er kann gut kochen. Das Lieblingsgericht? Machst du gerne? Lieblingsgericht ist schwierig. Pizza! Gut, das sag mal so, ich bin mir der Italien-Fan, also sie ist der Nudel-Fan, ich bin der Pizza-Fan. Was wir gerne, also kochen meist, also Schnitzel zum Beispiel, selber gemacht ist. Schnitzel kochen? Ja, Schnitzel braten. Okay. Braten, ne? Bratkartoffeln. Hier im Wohnmobil drin, oder? Haben wir auch schon mal gemacht, würde ich aber nicht mehr so groß machen, weil des Dingens, du fettest die Bude ein, du hast einen Geruch, ne? Wir haben zwar einen Ozonus im Concorde gehabt. Wir haben ja auch einen Ozonus. Wir hatten einen Ozonus. Aber du wirst ihn hier hinmachen, ne? Ein Gruß an Antje, oder? Hm? Gruß an Antje, oder wo habt ihr denn hier? Antje, Ozonus, Antje. Von hier. Von hier, genau. Okay. Also er hat einen guten Lüfter, finde ich. Max-Fan, oder? Ich weiß nicht, wie die Firma heißt, aber der haut halt wirklich gut den Dampf weg. Krass. Aber den hast du doch bestimmt auch schon öfters gesehen. Ja, ich hab einen Max-Fan, muss ich sagen. Ich habe jetzt im neuen Reisemobil, kriege jetzt einen Concorde und kriege noch einen Morello. Aber wir testen ja mal viel. Und da haben wir zwei Fans eingebaut. Einen vorne, einen hinten. Warum geht der jetzt nicht an? Ne? Der eine ist wahrscheinlich schon... Nee, wahrscheinlich, weil er zu ist, oder? Kann man das sagen? Ja, eigentlich müsste er aufgehen, wenn man irgendwo dran dreht. Und ich habe einen vorne, einen hinten. Mhm. Und dann der eine drückt, der andere bläst. Und dann kann man die laufen lassen. Okay. Und ich habe mir was geleistet. Ich habe in dem jetzigen eine Unterflur-Klimaanlage. Die ist also nicht am Dach, sondern ist im Boden. Okay. Aber das ist nur das Gerät, was im Boden ist. Das Gerät ist im Boden und die Luftschläuche. Bläst du dann raus? Also die blasen hier raus. Guck mal hier. Da vorne ist ja der Schrank. Ja. Und da oben sind die Luftauslässe. Ah, okay. Und das Coole ist, man hört die Klimaanlage überhaupt nicht. Ja, das hörst du hier schon. Also wenn die läuft, dann geht die immer so an und aus und ohne ist auch doof, oder? Wenn er dann heiß ist. Ja, ohne ist auf jeden Fall doof. Er geht wieder. Also wir haben es getestet, er läuft. Geht, muss bloß er ist halt temperaturbild gesteuert. Ne? Der war mir zu laut. Das war der Grund, warum ich jetzt einen Max-Fan habe. Wenn du nimmst halt zum Kochen oder wenn man abkühlen willst, dann machst du wieder aus, Ich muss schon sagen, dass unser Händler uns echt gut beraten hat mit diesen ganzen Sachen. Hier der Freistaat. Ja. Mhm. Die Hamanns. Ja, und dann kam der Kaufpreis. Dann habt ihr erstmal tief geschluckt, oder? Nö. Nee. Hab sofort einen Scheck ausgestellt, hab gesagt hier. Dafür hatten wir das Geld, ja. Okay. Dafür wollten wir es ja haben. Dafür haben wir unsere Wohnung verkauft. Genau dafür. Das ist irgendwie eine ganz besondere Fügung. Wir hatten jahrelang eigentlich von einem Hümer Allrad geträumt. MLT, oder? Ja, genau. Ja, der viel zu klein. Ja, logisch, der ist zu klein. Dann habe ich mich mal rumgeguckt und hatte mich für Frank hier interessiert. Ja, Qualität habe ich. Weiß ja nicht. Ja, egal. Das ist ja neu für uns, ne? Wir hatten einen Termin zu Frank ja irgendwo, eine Filiale Händler in Allgäu. Ja. Wir waren auf dem Weg und während wir unterwegs waren, rufen die an, Corona-Laden ist dicht. Echt? Ja. Sind wir umgedreht? Und sind hierher gefahren. Was machen wir jetzt? Komm, fahr mal in Freistaat. Dann sind wir hierher gekommen. Und dann sind wir zu Hamanns. Also die zu den Großen. Die kennst du. Und, und Papa Hamann hat uns dann Zeit genommen, uns beraten, sich angehört, was wir wollen. Der Typ ist ein Hammer. Ich war mit dem mal
essen hier. Also der ist so, ist ein Restaurant, was er hier hat, da fährt er mal hin. Mhm. So eine Mühle oder so irgendwas. Okay. Man kann nur bar zahlen da, das war, ist mir in Erinnerung geblieben. Okay. Ja. Ist ein bisschen blöd. Oldeshausen wahrscheinlich. Oldeshausen, genau. Ach, das ist da, wo wir heute hingehen. Nee, morgen. Ach, morgen. Mit einer Freundin, die besucht uns. Schatzi, die hat das, die hat das rausgesucht, aber auf der Webseite bei denen steht nur Barzahlung, also wahrscheinlich ist es die. Ist die, ja, die, er hat ja gefahren, ich wollte ihn hier einladen, hier Firmenkosten und so, ja, einen auf den Dicken machen. Und ja, dann sagt er nur Barzahlung, dann war ich mein letztes Bargeld weg. Und, aber gut, mein Gott, ist ja deren, ja, Geschäftspolitik. Und dann wart ihr hier und habt das Ding gesehen, wart ihr sofort schockverliebt? Oder? Nee, wir haben ja erst den Concorde dann. Ja, doch eigentlich. Ja, schon. Wir sind. Also der hat uns mit uns die große Runde gemacht, alle möglichen Fahrzeuge, Grundrisse, Hecksitzgruppe und was weiß ich. Und dann, wo er dann wusste, was wir vorhaben, hat er uns eher gesagt, eher Concorde. Dieser Concorde, das war ein Carver, ne? Carver. Genau. 8,50 Meter. Kleiner auf gar keinen Fall. Kleiner auf gar keinen Fall, ne? Ja, dann haben wir erstmal den genommen. Mhm. War ganz gut, bis auf diese Sache mit dem Platz halt ein bisschen, ne? Mhm. Also, wenn der die andere Sitzgruppe gehabt hätte, hätten wir wahrscheinlich nicht getauscht. Ja. Jetzt, habt ihr gutes Geld bekommen für euren Alten eigentlich? Ja, also die... Ja. Okay, ist ja im Moment, ist ja gute Zeit für eine Zahlungnahme. Ja, wir haben, denke ich, kaum Verlust gemacht. Also ihr habt das Geld bekommen, was ihr damals bezahlt habt? Wir wissen es natürlich nicht. Nicht genau, weil wir haben ja... wirklich die Augen zugedrückt hat oder nicht, aber ich denke mal, wir waren sehr zufrieden. Ja, also das heißt auch, die Behandlung, die war nett, Übergabe war okay. Hat man euch irgendwas erklärt eigentlich hier in dem Auto? Ja. Oder erklärt und der gesagt, Schlüssel und fahrt mal. Nee, erklärt, es war bestimmt 1-2 Stunden, macht Videos, Fotos, ne? Ja. Wenn er was erklärt, ne, und so. Wenn er was braucht, ruft an. Und in Dänemark hat man Probleme, dann haben sie es auch zurückgerufen und Päckchen geschickt. Ein Päckchen geschickt mit oder Teilen, so. Mit einem Teil, das wir gebraucht haben. Was war's? Was war nichts Tolles. Das war bei der die Bremslicht, das ist bei dem, nicht bei dem, beim anderen war es geklebt mit so einem, ja, Tape, mit so einem doppelseitigen, ja, hat er sich gelöst. Nee. Und es hing dann ein Kabelchen runter. Mir Skandal. Es war nicht so doll eigentlich, aber so kannst du halt nicht weiterfahren. Mhm. Ne? War der neu, den er bekommen hat? Ja. Nagelneu. War jetzt irgendwas schon in der Zeit, wo ihr gefahren seid, so Kleinigkeiten? Ja. Kleinigkeiten sind immer. Sag mal. Beim Concorde? Der hat. Nee, hier, bei dem. Bei dem hier. Ja. Bei dem hier. Eigentlich das gleiche wie beim Concorde. Also der Iveco, der schmeißt halt irgendwie beim Anschalten. Fehlermeldungen, genau. Licht. Nicht immer. Beim aber Fahren. Nicht beim Anlassen, beim Fahren meistens. Licht oder Lichtfehlermeldung. Nee. Hat ein bisschen was mit ABS, dann geht der Tempomat nicht. Also ich habe das jetzt so hinbekommen, dass die Fehlermeldungen im Takt sind. Also bei mir, dass ich die Musik dazu spielen kann. Der, das ist sie auch. Nein, ich habe die jetzt nicht. Eurocargo hat die nicht. Der Daily, da hängt ja alles am Cambus hier dran. Das ist das Problem. Ja. Also da hängt sogar hinten die, ja, Anhängerkupplung hängt im Cambus. Richtig. Und die, ja, macht nämlich richtig schön. Ins Feuchtes, genau. Ins Feuchtes. Also auf jeden Fall, dann kann es passieren. Der Tempomat geht mal nicht. Ne? Ja. Und dann kommt er noch an die Schlinge und was weiß ich, was, ja, geht nicht und so weiter. Ne? Da haben sie aber schon mal gesucht. Nee, haben sie nicht gesucht. Nee, wir müssen mal zu Iveco, aber dann wo bleiben. Habe ich aber auch gehabt. Also das ist ganz normal, dieses Paket, das Spurhalteassistent, der fällt dann aus. Ja, und genau. Aber weißt du, warum das war? Weiß ich nicht. Aber ich kriege ja jetzt einen neuen, ich kriege jetzt zwei Alkoven, also wo vorne das Fahrhaus original ist, und dann glaube ich, wird es nicht kommen, weil ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass diese Sensoren immer an eine andere Stelle gepackt werden und die dann eingemessen werden müssen und so. Also ich finde es gut. Ihr habt noch einen Termin? Bist du jetzt weg? Ja, wir müssen den rüberbringen, weil das nächste, also was noch war, die rechte Birdview-Kamera ist ausgefallen gewesen. Ja. Da kam eine neue rein und momentan hat er ein kleines Problem. Gas geht nur über Flasche, nicht über den Tank. Warum? Will es man nicht. Achso, ist wahrscheinlich deswegen der Dings drin, die Kugel. Hast du die reingedrückt? Ja. Die hast du reingedrückt? Ja. Krechsensor, okay. Diese... Krechsensor, den drücke ich jedes Mal rein, wenn ich anhalte. Nee, da ist es nicht oft 100 Mal gedrückt, nichts passiert, so ungefähr. Ah, okay. Ist es nicht. Cool. Also Gastank ist voll, haben wir gefüllt. Ja, da ist da so ein kleiner Umschalter, weißt du ja. Der ist aber bei den Gasflaschen. Bei den Gasflaschen, genau. Ja, nee, ich meine, du bist ja nicht blöd. Ja, du hast ja wahrscheinlich schon gesehen. Da gibt es einen Umschalter, der zwischen Gas und Flasche, ja. Ja.
dann musst du hier umschalten. Ja. Nein, weil wenn er nämlich auf den Flaschen ist, dann geht der Gastank nicht mehr. Das war ein Scherz. Nee, passt schon. Aber den habe ich, musste mich ausdrücklich ziemlich damit beschäftigen, weil wo wir standen, es wurde auf einmal kalt, ne? Ja. Und dann musste er schauen, was ist, ne? Also neue Gasflasche, also umgeschalten auf Gasflasche, dann ging es, ne? Ja. Und natürlich diese Sache gedrückt. Und nachher wollte man rüberbringen, dass er halt guckt, ob er noch was findet. Zum Glück hat der noch eine Dieselheizung. Der hat einen Diesel, eine Standheizung. Ja. Nee, wie warst du? Ich weiß noch nicht so genau, wo man die anmacht. Da vorne links ist irgendwas. Von links. Die also nicht groß gebraucht. Das heißt, der absolute Notfall wäre es nicht. Ja, die hat einen Vorteil. Man kann sehr schnell warm machen. Also wenn es mal ganz kalt ist und ihr fahrt die runter irgendwie auf 10 Grad und willst es mal schnell warm machen. Also als Backup gut und die hängt ja auch im Kreislauf. Das heißt, du kannst über die alte, du gehst einfach hin, machst das Gas aus. Mhm. Also Gas ausschalten. Aus. Ja, hier lassen, ja. Temperatur lassen, Standheizung angeht. Mhm. Habe ich schon gemacht. Okay. Ja. Ich habe nachdem ich die eingebaut hatte, das Video gemacht hatte, hatte Morello alle Autos mit Standheizung verkauft danach. Ja, weil die Leute gesagt haben, muss ich haben. Ja, ja. Kennt ja, wahrscheinlich jeder solche Probleme. Das war auch eine schöne Sache, dass der die drin hatte. Ja. Ihr guckt unsere Videos ab und zu, oder? Ja. Logisch. Warum? Warum? Weil du spannend erzählst und. Es ist interessant und besonders schön. Es ist nicht langweilig. Ja, es ist auch witzig, ne? Du hast ein Favorit, also für die Verklappen, wenn die schön schließen, ne? Ja. Ja, und. Dann lässt du die Klappen immer auf und zu. Ja, ich hasse das, wenn es so Klong macht. Ja, also, wenn ich mag es, wenn es satt. Ist klar, das klingt gut. Ja, aber das ist lustig. Ist das lustig, echt? Ja, ich finde es echt lustig. Ja, aber mach weiter so. Ist voll, alles gut. Ist alles gut, ne? Also, alles gut. Außerdem haben wir einen Film von dir gesehen, von diesem Ehepaar, die auch Christen sind. Ja. Und das Concord fand ich, genau, das, ja. Und die, großen, genau, fand ich sehr, sehr interessant und fand ich war ja mal Messdiener, das wisst ihr ja dann, ja, das habe ich ja da erzählt. Also ich musste damals. Ja, das Video war ziemlich lang. Ich war aber zu blöd. Ich war damals zu blöd, um die einfachsten Sachen zu machen und deswegen durfte ich nur noch die Andacht machen. Das heißt, die Kerze halten und knien, das konnte ich. Ja, das war. Aber so die Hostie bringen, da kann ich mich noch gut dran entsinnen. Ich war also, was lernen ist nicht so meins. Zumindest mal als Kind nicht. Also als das ist jetzt besser geworden. Ja, jetzt so kurz vorm Ende. Ja. Hast du noch eine Idee, ob sich ein Generator noch orientieren würde, Stromgenerator? Generator, das ist eine gute Frage, weil wir sind jetzt ein paar Sachen am Ausprobieren. Was ich dir empfehlen würde, ist ein Moppel, ein billiger, ein China-Moppel. Was ist das? Das ist ein tragbarer Generator. Also der ist eigentlich nur, wenn es für einen Notfall ist, würde ich mir nichts fest einbauen lassen. Ich würde mir einen Moppel holen, da gibt es so ein Honda-Derivat von EcoFlow. Der ist Plug and Play, das heißt, den kannst du per App steuern und der macht 3 kW und es sieht auch noch gut aus. Ist nicht ganz billig, aber der Honda kostet über 1000. Spricht dann gegen den Honda? Der ist sowieso ein Honda drin im EcoFlow. Also der Motor ist auch ein Honda. Aber was der, für den? Also der hat den Vorteil, dass der vollautomatisiert, der geht vollautomatisiert an und aus, wenn der merkt, dass die Spannung absinkt. Mhm. Das heißt, du kannst ihn so programmieren, der steht da. Mhm. Und dann, also der Vorteil ist eigentlich, dass man den nicht nur. Also es geht ja um diesen Fall, die Welt geht unter, ja, jetzt, Armageddon, Zombie-Apokalypse, egal was passiert, ja. Da wollen alle ins Wohnmobil. Da wollen alle ins, dann ist er eh vorbei, also dann, aber viele denken sich ja so, dann nehme ich mir den Generator, kann er noch Netflix gucken, weil ich habe ja einen Generator, ich glaube, dann wird vieles anders, aber ihr habt ja noch die Blu-rays, dann ist ja. Ja, genau. Im Bunker dann. Ja, können wir mal Kinoabende machen. Wenn dann Zombies draußen stehen, dann können wir die erstmal mit Blu-rays füttern. Ja, genau. Sag mal, ist ja alles nicht so lustig. Jetzt darf ich mal fragen, wie lange seid ihr schon Rente? Ein Jahr oder? Seit Januar letzten Jahres. Also ich bin in Vorruhestand gegangen. Seit ich 61 bin, bin ich jetzt halt. Wie 61? Du bist schon 61? Nein, ich bin 64. 64 und du? Ein Jahr, 65. 65. Lass uns mal rechnen. Okay, da komme ich ja bald hin. Ich bin jetzt 54, werde 55, also noch 10 Jahre. Mhm. Ist das was anderes? Wie ist das, wenn man in Rente geht? Ist das so wie Urlaub dauerhaft? Oder? Nee. Also ich fand es irgendwie nicht so toll, weil eigentlich mit meiner Rente hat Corona angefangen. Mit der Rente hat Corona angefangen? Ja, war das? Also oder mein letzter Arbeitstag war der erste Corona oder ganz am Anfang von Corona. Und es war irgendwie echt schade, wir konnten nicht richtig feiern.
Also wir haben schon getan, was wir konnten. Ich habe meinen Sohn eingepackt, bin direkt nach Südfrankreich mit dem Wohnmobil. Gute Idee. Ja, habe ich gemacht direkt. Ja. War kein Mensch, wir hatten erste Reihe überall. Ach, super. War super und die Franzosen... Aber ich dachte, die hätten die Campingplätze. Nö, in Frankreich nicht. Okay. Ich wohne in Frankreich, da war nichts. Cool. Da war die Campingplätze, außerdem die Franzosen, das ist denen egal. Also die gehen dann trotzdem hin. Das ist die sind da nicht so zimperlich. Ja. Aber ist das nicht so, die Rente langt? Ist das so? Also die Rente ist ja sicher, habe ich gehört, von der Bundesregierung. Ich denke mal, mit der Rente allein hast du keine Probleme. Ne? Aber wir haben ja noch unsere Wohnung verkauft. Ja. Und alle extra Ausgaben, die wir haben, zum Beispiel seine OPs oder das Auto läppert sich. Oder der Anhänger fürs Auto oder so, das kommt halt vom Ersparten dann. Ne? Kommt ihr im Prinzip, ihr würdet jetzt hinkommen mit der Rente, um hier im Wohnmobil zu leben? Vielleicht. Ja. Vielleicht. Wir sind noch nicht richtig unterwegs. Also gut, wenn du jetzt so, sagen wir mal, du musst diese 2.300 Euro für den Platz bezahlen, ja, dann ist das natürlich erstmal ein Batzen, aber du hast ja dann 55 Tage da sonst keine Ausgaben gehabt. Ja. Also Essen brauchen wir nicht. Oder? Ja, Essen natürlich schon, aber du brauchst ja nicht viel dann. Also Pi mal Daumen könnte es eigentlich reichen. Ja. Ja, wir haben jetzt aber auch. Ja. Aber jeden Tag Cornflakes. Rente haben wir jetzt auch nicht. Also wir leben nicht von 1.000 Euro im Monat. Ja klar, aber ich sag mal, die meisten denken halt, ich kaufe mir so ein Wohnmobil, da lang 300 Euro im Monat. Nee. Allein tanken ist ja schon... Tanken ist... Ja. 300 Euro tanken ist nix. Hat der einen großen Tank hier? Ja, 200 Liter. Ja. Okay. Ja, der neue hat jetzt, der Concorde 4x4 hat nur, glaube ich, nur einen 90 Liter Tank. Ich habe den irgendwie... ich habe ihn vergessen zu konfigurieren, ja. Deswegen muss der wahrscheinlich noch nachgerüstet werden. Mach ich öfters Pause, ne? Mach ich öfters Pause. Mhm. Aber das liegt daran, Allrad 4x4. Ja, also der hat... Ja. Ja, aber dieses Allrad macht wieder was wett, bisschen. Kinder. Ist das so? Denke ich, weil ich vermute, es ist so. Wir haben immer auf Allrad gesponnen eigentlich. Mhm. So, dann wart ihr in Rente. Ich lasse euch gleich gehen, versprochen. Nee, also gut, ich meine, die Termine laufen ewig. Rente, dann haben wir versucht, die Wohnung zu verkaufen, was ja dann geklappt hat, relativ schnell. Aber erst nachdem wir es dem Makler gegeben haben. Wir kannten drei Leute, also wir haben sie bewerten lassen. Mhm. Haben die drei Leuten angeboten, wo wir wussten, die haben Interesse, die wollten sie nicht. Dann haben wir es einem Makler gegeben. Und der, hat dann preislich noch was draufgesetzt. Sag mal, die Preise sind doch sensationell gewesen zu der Zeit. Ihr wart doch Höchstpreis überhaupt. Wir waren genau da, wo es am Peak richtig oben war. Ne? Hoch war. Dann hat man ein halbes Jahr Zeit, die Wohnung leer zu machen. Ja. Das war schon mal viel Arbeit. Ja. Dann haben wir den Concorde gekriegt. Ja. Wir waren schon... Gedanklich. Fix und fertig eigentlich vom Ausziehen, Umziehen, Wegpacken und so weiter. Ne? Wir haben mehr so ein Fluchtgehabe drauf gehabt und sind dann mit dem Concorde Richtung Dänemark. Ja. Sind dann dort 3 Monate geblieben und im November waren wir wieder hier. Sind nach Dachau zu unseren Freunden gezogen. Mhm. Also die haben einen großen Garten, haben uns dort hingestellt. Bis die euch nicht mehr sehen konnten, oder? Nee, das passt schon. Das sind gute Freunde. Gute Freunde. Mit denen haben wir schon mal zusammen gewohnt im Haus. Ah, dann geht's ja. Ja. Also wirklich gut. Dann haben wir festgestellt, okay, die müssen die Wohnung aufgeben. Mhm. Also Concorde so klein, wir haben nur mal angefragt, ne, was wäre wenn, ne? So ungefähr was Größeres oder anderer Schnitt oder so. Mhm. Und gut, dann haben wir den hier. Dann müssen die Freunde das Häuschen ausgeben. Ne? Das heißt, wir müssen dort alles leerräumen. Also hier alles abbrechen, was geht. Und dann. Also wir hatten also bis jetzt immer irgendwie Zeitdruck, Sachen zu machen. So richtig irgendwo hin, Liegestühle raus, Sonne, ein Gläschen. Mhm. War bis jetzt noch nicht. Ich habe gehört, die meisten, die das machen, die sterben ein Jahr später, wenn die nichts mehr zu tun haben. Das glaube ich nicht. Weil die dann ganz ehrlich, das glaube ich nicht. Ein schöner Strand spazieren gehen, Ja. Gehst dreimal Gassi und dann gehst du einkaufen und kochst. Ich hab wir haben die tun. Hunde, die halten uns auf Trab. Stimmt, ihr müsst ja raus mit denen. Ja. Die haben so kurze Beine, können die laufen eigentlich? Ah, wie die Sau. Wie die Sau. Also die kriegst du kaputt. Also 2,5-3 Kilometer laufen die gerne. Laufen die mit? Nur nicht Fahrrad. Ah, okay. Das denen. Weil das, die haben halt eine kurze Schnauze, das heißt, es sind keine Rennhunde, ne? Hm. Aber er würde so lange rennen, bis er umfällt. Er hat es nicht, dass er irgendwie sagt, oh, ich kann jetzt nicht mehr, sondern er würde wirklich rennen, bis er umfällt. Er gibt alles, bis er einen Kollaps hat. Ja. Tja, Arme. Auf den müssen wir echt aufpassen dann. Aber ansonsten würde er gerne.
Die Kleine, die kommt dann zu dir und sagt, nimm mich auf den Arm, wenn es ihr reicht. Aber wie süß sich die Kleine an den Großen daran schmiegt. Ja. Das heißt, sie... Jetzt sind sie total gechillt. Ja. Und entspannt. Also wenn ich nur einen... Kennst du das von deinen Hunden nicht machen? Ja, total. Die hängen alle aufeinander. Ja, der eben. Coole ist, 3 Stück zusammen wiegen 16 Kilo. Oh. Oder 15, glaube ich. Ja. Ja, so viel wie unser Großer. Der Große. Das heißt also, die sind ja sehr leicht und sind total wie Katzen. Das echt? Heißt, die springen ja auf den Schoß und wollen gar nicht mehr runter und so. Okay. Ja, meine Frau hat einen Kanal, da könnt ihr es mal gucken. Kann okay. ich euch gleich mal. Okay. Und, wie heißt der? Marlene Herzog heißt er. Ah, okay. Marlene Herzog. Also, wenn ihr den Kanal seht, Instagram Marlene Herzog. Stellst du das irgendwo rein? Ja, ja, YouTube. Dann kann man es ja dann gucken, wo wieder. Könnt ihr es gucken, ist. Ja, könnt ihr gucken. Oh, ja. Wirklich? Und ich bin nicht gekämmt. Doch, Mist. Gekämmt. Du siehst total klasse aus, ganz ehrlich. Ja, super. Also, das heißt, ihr wohnt jetzt hier, ihr fahrt, wann fahrt ihr los nach Kroatien? Nächste Woche. Mittwoch, Donnerstag. Mittwoch, Datum, was ist das? Fünfter. Also 5. April 2023. Ihr müsst Folgendes machen. Habt ihr schon die ADAC Camping-App? Ja. Klar. Habt ihr schon, die 23er. Pincamp. Genau. Ja, klar. So, die gibt's nämlich am Sonntag kostenfrei, zusammen mit German Television. Den ganzen Tag über kannst du, wenn er die schon hat und du hast aber noch keinen, weil das gilt ja pro Account, oder habt ihr denselben Account? Ja. Ja, denselben, ja gut, dann ist es nee, egal. Obwohl, nee. Wir könnten es auf einen anderen machen. Kannst du trotzdem machen. Kannst du trotzdem machen. Einfach eben. Runterladen oder aufs Tablet nochmal und ja. keine Ahnung. Und da könnt ihr es kostenlos runterladen. Die ist nämlich richtig gut, die App. Ja. Okay. Das heißt, du gehst auf eure Seite? Nein, du gehst auf App Store ADAC. Oder Achso, auf App Store und was? Nein, es kostet im Moment 9,99 Euro. Sonntag, und ich habe eine Aktion zusammen mit Pincamp. Ich habe gesagt, liebe Leute, alle German Television Zuschauer haben am Sonntag, das heißt sowieso alle, aber am 2. April 2023 kostet die keinen Cent. Okay. Den ganzen Tag lang. Sagst, weil ich finde, Pincamp finde ich richtig gut. Warum? Ich habe den, wie heißt das, den Newsletter von denen. Ja. Ich finde die Vorschläge gut, die bringen. Ja. Gut beschrieben. Die Website von denen, also du kannst ja dann immer weitergehen bei denen, das ist auch gut. Liebe Sarah, hör gut zu, das ist die von Pincamp, die Öffentlichkeitsarbeit macht und andere Sachen. Also die geben sich so viel Mühe. Die, ja, das ist wirklich gut gemacht. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Rezensionen, die da drin steht, auch echt sind. Dass sie nicht so viel gefaked ist. Okay. Ja, der. Gut, also da ein bisschen Werbung noch für Pincamp. Gut gemacht. Ich habe auch eine andere gehabt, aber da war ich nicht sehr zufrieden. Viel zu teuer, langweilig. Ja, die ist gut. Gut. So, jetzt bin ich restlos glücklich mit dem. Habe ich ja gar nicht gedacht. Ich gucke so hinten so die Waschmaschine, dachte, der kennt mich bestimmt nicht. Hat angefangen mit der Candy, ne? Mit was? Candy. Hallo, ich bin Candy. Nein, wirklich, echt? Ja, ja. Echt, du hast gesagt, hallo, ich bin nein, Candy? Nein. Ach so. Nein, ich habe die Waschmaschine gesehen, habe gesagt, die sieht aus wie eine Puppenwaschmaschine für eine Puppenküche. Ach so. Weil die so klein ist, weißt du, die, aber die wäscht gut? Habt ihr nicht probiert? Oder? Doch, wir haben schon drin gewaschen. Ja, drin. Probiert. Alles gut. Gut, aber die Hundedecken wascht ja auch drin, habe ich gehört. Und danach die Höschen von dir. Ja. Nein, die Hundedecken waschen wir da nicht drin. Die sind zu dick. Die waschen wir auf dem Campingplatz dann. Auf dem Campingplatz? Das ist ja süß, ja. Gut, ihr sagt ja nicht auf welchem Platz. Dann. Okay. So, Kroatien, dann wünsche ich euch viel Erfolg. Danke. Geht jetzt in den Süden und ich bräuchte noch ein Bild. Von der ganzen Familie. Von der ganzen, warte mal. Kann man die Namen nehmen? Nee, warte mal. Geht das? Weil die schlafen doch so schön. Nee, ich würde sie lassen. Wir stellen uns einfach dahinter. Wenn man drüber steigt, dann macht er eh auf. Ja, genau. Steigt mal drüber. Also, wenn ihr die auf den Arm nehmen könntet, da wäre ich jetzt gar nicht abgeneigt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, komm her, Mausi. Komm her, Schatz. Mausi. Ja, man soll zu seinem Hund nicht Maus sagen. Ich weiß schon. Ups. Wo ist die Katze? Wo ist die Katze? Oh ja, da passiert ja gar nichts bei uns. Wort ist da. Das Wort kennt er nicht. Warte mal, ich muss mal irgendwie gucken, dass ich euch beide so draufkriege fürs Startbild. Vorname von dir? Du bist sie? Heide. Ich habe dich noch gar nicht einen Namen gefragt. Heide. Ja. Heide und? Lothar. Lothar. Und deinen Namen habe ich auch noch nicht gefragt. Also Heide und Lothar aus Bayern. Und die beiden, warte mal, so wenn du ihn mal ein bisschen tiefer hältst, den süßen also? Mausi. So, und dann haben wir es nämlich da. Und jetzt einmal richtig lachen, bitte. So, als gäbe es keinen Morgen. Danke. Ja. Ciao. Ja, und abonniert German Television. Wenn ihr weiter so tolle Geschichten hören möchtet von Hunden, er guckt ganz skeptisch, dann warte, oh, wie goldig, mach mal.
Ja, das ist Liebe. Und liebe Leute, wenn ihr keine Hunde mögt, ja, das ist Quatsch. Es gibt ein Leben ohne Hunde ist kein Leben. So, es sei denn, man hat eine Hundeallergie. Das ist dann doof. Danke. Ciao, ciao.